Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Nicht-Programmier-Folge zum Programmieren mit Godot. Und zwar will ich dir heute zeigen, wie du denn selbstständig an Informationen kommst. Denn das ist eigentlich das, worauf alles hinausläuft, dass du ohne meine Videos gut vorankommst. Und der erste Schritt sollte sein zur auch unten in der Videobeschreibung verlinkten Dokumentation von Godot zu gelangen und dort dich ein bisschen umzusehen. Ich habe hier gerade die englische Version, ich glaube, es gibt sie auch teilweise auf Deutsch, aber da ja Godot ein Freiwilligenprojekt ist, ist das, glaube ich, nicht komplett auf Deutsch übersetzt worden. Und die englische ist halt vollständig. Und hier hast du nicht nur ein Getting Started mit Step by Step, wo dir alles Mögliche über den Editor, über Szenen und Knoten, wie ich auch schon erklärt habe, über Instanzierung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Scripting, alles, also es wird dir komplett Godot erklärt und da kannst du dich durcharbeiten. Irgendwann wirst du aber sagen, okay, ich habe jetzt hier, wie sich nicht 20 Tutorials gemacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich mal langsam wirklich was machen, dann mach wirklich was, dann fang einfach an. Und immer wenn du ein Problem hast, kannst du hier drin ja suchen, ob du eine Lösung findest. Du hast auch spezifische Tutorials, zum Beispiel hier unter 2D, was haben wir denn da? Partikelsysteme. Und dann hast du hier riesige Tutorials über Partikelsysteme mit Animationen und all so ein Schnodder, was man da halt braucht. Und wenn man das alles erstmal durchgearbeitet hat, dann weiß man auch gleich, ah, guck mal, hat man im Hinterkopf, ich kann das und das machen, da habe ich schon mal von gehört, dass das geht. Dann weiß man vielleicht nicht mehr wieder genau, wie genau das geht, dann kann man ja wieder nachgucken. Dafür ist so eine Dokumentation da. Es ist sowieso beim Spielentwickeln und beim Programmieren so, dass man laufend nachgucken muss. Man kann sich ja nicht alles merken. Man kann es versuchen, aber man kann es aber auch lassen. Es reicht in der Regel, wenn du die wichtigsten 20%, das heißt, es ist die Sprache selbst, wenn du die gut kannst und die wichtigsten Befehle kannst und die Sachen, die man wirklich nur alle paar Wochen mal braucht, ja, die, wenn man sie sich nicht merken konnte, guckt man sie halt nach und irgendwann merkt man sie sich vielleicht automatisch. Genau, das ist eine Möglichkeit, wie du an Wissen kommen kannst. Da wirst du sehr viel Freude dran hoffentlich haben. Eine andere Möglichkeit ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Das ist mein Discord-Channel, bei dem ich mich herumtreibe und mit mir zusammen viele andere, die sich über Software und Programmierung austauschen in diversen Channels. Und einer dieser Channels, der ist hier, der heißt Andere Engines. Und das, also es gibt sogar einen Unity-Channel, der gut besucht ist, und Godot ist noch so unbekannt, sagen wir mal, dass wir uns dazu entschlossen haben, alles, was nicht Unity ist, unter den andere Engines Reiter hier in den Channel zu packen, und da kannst du dann auch deine Problemchen, deine Anregungen, deine Diskussion über Godot ablassen, und da wird einem in der Regel auch geholfen. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben, weil nicht jeder hat Ahnung von allem, aber das ist ganz schön. Ja, so ist das. Das ist der Discord, da kannst du hin, dann gehst du hier, guckst dir, liest dir die Regeln durch. Ja, die wichtigste Regel ist, sei nett und sei kein Wichser. Der Rest ist immer relativ eindeutig. Und dann gehst du auf Agree und musst hier, ich glaube, du musst sagen, I agree oder so. Das steht ja in den Regeln, deshalb muss ich die Regeln durchlesen. Man muss sich die Regeln durchlesen und dann weiß man, also du siehst hier am Anfang nichts, da siehst du, glaube ich, nur Regeln, vielleicht noch die Starthilfe, weiß ich nicht genau, und Agree, und in Agree musst du Agreed schreiben, damit du die Channel-Bedingung agrees, was heißt denn Agreed auf Deutsch? Zustimmen, dass du da zustimmst, und dann werden dir alle anderen Sachen hier freigeschaltet und dann kann es losgehen und ihr könnt rumprogrammieren, ihr wilden Hühner. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn die nächste Tutorials beginnen. Das wird jetzt nicht unbedingt nahtlos Anschluss sein. Vielleicht habe ich ein, zwei Tage Pause zwischen. Und ansonsten sehen wir uns noch auf Godot. Manchmal bin ich auch dort und sage, hallo, ich habe ein Problem. Ich habe auch immer Probleme. Da gibt es mir Leute, die wissen das besser als ich meistens. Gut, ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns, wenn es heißt, wir programmieren in Godot und lernen was dabei. Hut, Hut.